Finde ich gut. Hier sind ja auch noch Kisten. Aber dann kann ich da nochmal dran, oder was? Ach so, nee, das Case. Da kann man zwar nochmal dran, aber kann man nicht nochmal blöden, denn ich glaube, das wäre zu lustig. So, der steht da vorne Ware. Weiß er sieht. Okay, hier sieht er nichts. So. Könnten ja jetzt auch auf die Schnelle abstechen. Und er sagt, er ist allein. Er ist alleine. Mal, was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Also hier, das ist irgendwie eine Bumsbombe. Das ist irgendwie auch eine Bombe. Und ich glaube, das war eine Stinkbombe oder sowas. Nehmen wir die. Eine taktische Bombe. Tschüss. Oh, die ist auch nicht so laut. Die ist auch nicht so laut. Das ist ja ganz okay. So, wie komme ich jetzt an die benötigte Ware? Brauche ich jetzt schon wieder einen Schlüssel. Oder? Ne, ich brauche keinen Schlüssel, ich muss einfach da durch. Unten ist noch jemand außer uns. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Das ist doch die Synchronstimme vom Crowley. Wer Supernatural gesehen hat, weiß, wen ich meine. So, wo geht's hier lang? Tja. Wir haben hier ein kleines Problem. So weit rüber komme ich nicht. Nee, komme ich nicht. Was war das? Hast du etwas gesehen? Oder hast du es nicht gesehen? Der da. So viele. Viel zu viele. Holt Verstärkung! Das ist ein Angriff! Nein, garantiert nicht. Irgendwas ist doch merkwürdig an dem. So, jetzt haben sie es aber gesehen. Ach, scheiße. Weg, 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 weg. Schneller, bringt ihn zu Fall! Nein! Dürft mich nicht zu Fall bringen. So, der ist auch fad. So, der ist auch fad. Und der auch noch. Zibbeli-Zabbeli-Zup. So, jetzt kommst du noch. Du bist der Letzte. Es geht nicht schnell. Das dauert immer ein bisschen länger, bis Ed's hier zum Schnippeln angesetzt hat. Ach, was für ein Blutbad. Aber sie ließen ihm keine Wahl.
Okay, da geht nichts. Was, er zuckt noch? Ja, ausrauben kann man dich trotzdem. Einer muss immer am Leben bleiben, damit er die Geschichte erzählt. Ist natürlich nicht wahr, aber es ist halt so. Es gibt einen Film, da wird das auch verlangt, dass immer einer am Leben bleibt. Mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Ein Adler sind benutzt, um verborgene Geheimnisse aufzuspüren. Hinten ist was. Ziel lokalisiert. Versteckte Tür öffnen. Gucken, wie das geht. Würde ich mal sagen, da ist auch einer mit der Tür ins Haus gefallen, ganz dezent. So ein schöner Rums, was es da gab, und hier ist ein Schwert. Und auch so eine Art Siegel. Das soll der Schlüssel sein. Das war eine Schriftrolle. Kein Schwert. Ich dachte erst, das wäre ein Schwert gewesen. Wäre schön gewesen. Ja, ich bin halt entdeckt worden. Da kann ich doch auch nichts für. Ich bin halt trotzdem etwas tapsig. Salve, Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio, che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese 3 Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Na, na, na. Da wird wieder ein bisschen getwittelt und geschäftelt. Mal gucken, was sich aus den beiden noch entwickeln wird. Vielleicht sitzt er dir auch noch einen Braten in die Röhre oder so. Ich weiß es nicht. Yusuf, salute. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüsseln, ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier, sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Die Ratten sind kaum größer als Hunde.
Wer es nicht wusste, ist, dass jetzt in der aktuellen Zeit in England teilweise in den Abwasserkanälen wirklich solche Viecher vorkommen, die wirklich so groß sind. Die sind dann schon, sag ich mal, größer als ein Chihuahua. Na gut, hier haben wir eine Bücherknolle. Hier haben wir ein Bombengeschäft. Ja, das wird dann auch ein Bombies-Geschäft. Hier der, ja. So viel zu tun hier, meine Lieben. So viel zu tun. Gut. Mein Fahndungslevel ist auch wieder schön zurückgegangen. Das finde ich toll. Habe ich euch irgendwas getan? Ich hab dich doch nicht mal berührt, alle. Was willst du denn? Warte mal, hier ist noch ein Geschäft. 900, ja. So, jetzt habe ich 2 von 15 Schneideronen gefunden. Was? Jetzt ist mein Fahndungslevel wieder erheblich raufgegangen. Hier hast du ein paar Pfennig. So, ist fast auf Null. Und wenn ich jetzt wieder was kaufe, gibt's dann wieder. Er bietet interessante Rabatte. So, wir sind hier diese Bank. Wo ist die Bankknolle? Ah, hier. So, 900, ja, bitte. So, gucken, schon wieder das Level gestiegen. Das ist doch blöd. Aber gut. Ich rede jetzt mal mit dem. Kapazität Banktresor 5000 und 7500. Das kann ich jetzt nicht größer machen. Also die Festen werfen auch Geld ab. Geschäfte. Wahrzeichen, da habe ich noch nichts. Kann ich dann Eintritt verlangen? Geld abheben? Jo. Muss zusehen, dass das noch größer wird. Ich möchte alle Bürger zu einer Lesung von Prinz Ahmeds Gedichten einladen. Die Veranstaltung soll am Abend vor der Hohen Pforte stattfinden. Vor der Hohen Pforte? Entschuldigung. Vergebt mir meine Unbedeutsamkeit. So, hier sich zurechtzufinden ist auch nicht ganz so leicht. So, und hier um die Ecke ist auch noch ein Geschäft. Denke ich jedenfalls. Nee, das ist nicht hier. Das ist nicht hier. Nee, da will ich jetzt nicht rein. Ich möchte nur zu diesem Geschäft. Jesus. Das machen wir jetzt auch auf. So, 1095, ja. Jetzt steigt der Verhandlungslevel erneut. Aber ich kann damit leben. Ich kann ja jederzeit wieder jemanden bestechen. Schade drum, dass es jetzt keine Petzmichzettel mehr gibt. Ich hätte gerne ein paar Petzmichzettel, aber hier gibt es keine. Was ist denn das? Eine schwarze Knolle. Ach, das sind Diebe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo geht's hier noch weiter? Ich will hier zu der Missy. Gut, ich kann mal auch wieder jemanden bestechen.
ist auch wieder was. Stell eine Templerfeste, okay. Das heißt, ich muss da erst was machen. Dann markier die mal. Wo ist denn die? Was, das ist die? Na gut, machen wir das. Aber ich bin kein Mitglied einer Mörderbande. Wir halten die Stadt in Ehren. Wir versuchen sie zu retten. Gut. Jetzt gehen wir in die Vollen. Ich hol mir das Ding. Die Feste hole ich mir jetzt. So, das ist sie. Das ist sie. Identifizieren Sie den Hauptmann der Templerfeste mit Ihrem Adlersiegel. Das ist er, oder? Da haben wir ihn doch. Ein Mörder treibt sein Unwesen. Wo ist die Wache? Gut. Mal gucken, wie heftig der ist. Was ist der? Haut ab? Der Blödel, ey. So eine Scheiße. Hört ihr das? Müller! Er hängt uns ab! Ah, die Feige Sau. Sie ist ja verschwunden. Hol ich auch ab. Warnung! Seine Beteiligung an unbyzantinischen Aktivitäten ist Grund für seine Bestrafung. So. Das ist jetzt scheiße gelaufen. Na gut. Oh nein, 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 nein. Nix siehst du. Hier gibt's nix. Niemand ist da. Oh. Jetzt hat er mich doch wieder gesehen. Blödi. Jetzt geht weg. Bittet alle ehrbaren Bürger des Bezirks, so, bist du nächste Heuhaufen. Zu respektieren und Ratz. Theodino, wie Teufel. Er bezweifelt nicht, dass der Großteil des Volkes spuren wird. Wisset, dass den Bücher nur an eurer Lebensqualität. Schade drum, jetzt habe ich das versimmelt. Ne? Ja. Kommt auch wieder eine neue Gelegenheit. Es wird eine neue geben. So. Sich zur Sonderbehandlung bei den Kasernen der Byzantiner. Gut, gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch so? Das können wir wahrscheinlich auch nicht freischalten, ne? Ja, zurück. Na gut, du musst das halt warten. Du musst echt warten. Was zum Henker? Habt ihr getan? Tja, guck nicht so doof. So, legen wir hier noch einen Zahn zu. Und er watschelt immer noch so komisch. Das ist einfach geil. Hier eine Kiste mitten im Weg. Jetzt ist er wieder da. Der Mantel. Moment mal. Sehr gut. Los, schnappt ihn. Sofort. Haut er wieder ab. Ich bin weg. Verdammt. Tschüss. Ja. Ich hab ihn. Sehr schön.
Jetzt habe ich den tatsächlich nochmal gekriegt. Aber der war von einer anderen Festungsknolle. Das macht nichts. Aber so können wir auch unseren Einflussbereich erweitern. Das macht natürlich auch Spaß. Halt! Hier gibt es auch die Hütchen. Der da. Tschüss. Boah, habt ihr das richtig gesehen, wie da vorne das noch rausgespritzt ist? Walens Aquädukt. Soll ich euch vorlesen? Hat das noch rechtzeitig gegangen? Nee. Nicht mehr. Schade. Gut. So, jetzt gehen wir da hoch. So, und hier noch weiter rauf. Ohne Tunnel. Super. Platsch. Exzellent. Jetzt kriegen wir auch wieder ein paar Pfennig mehr. Achso, ich kann da verwalten. Ja, dann mache ich das doch. Mache ich das dann natürlich zu gern. Sehr unterhaltsam. Das müsste Synchronsprecher Konrad Bösherz sein. Oh, Kurdisan. Fenaria Isar Moschee. War das noch rechtzeitig jetzt? Och Mensch. Oh yeah. So, wo ist hier der Eingang? Hier ist keiner, aber hier, das Chef kann ich übernehmen. Schmiede renovieren, jawohl. Dann hole ich mal auch gleich mehr Ausrüstung. Müsste jetzt eigentlich schon wieder was zu kaufen geben. Ich mag teuer sein, aber meine Güte. Ach so, teuer bist du jetzt auch schon nicht mehr. So, reparieren. Alles. Ja. Alles reparieren. So, zurück. Rüstung, Lederarmschutz, ja, neuen Gegenstand erhalten, Azab Lederarmschutz. Warte mal, hier gibt es ja noch mehr, oder? Lederschulterteile. Was? Achso, ich hab den schon. Auswählen, um ihn wieder zu benutzen. Als ob ich den jetzt nicht hätte. So, was haben wir hier für Gravel? Das ist Schamschie. Das wäre halt wirklich ein geiles Teil. Das ist viel schneller. Nero-Winger-Axt, das ist auch übel, das Ding. Bart-Axt, das ist ein Zweihänder. Sassin-Yatagan-Schwert. Ja, noch mal ein bisschen warten. Kleine Waffen. Makedonische Dolch, Schaden plus 1. Standard-Stilett. Auch nicht verkehrt. Gut, rüsten wir hier mal, was den Damage angeht, noch ein bisschen nach. So, zurück. Armbrust. Ne, das können wir immer noch nicht leisten. Oh, das reicht jetzt auch erstmal. Dann auf Wiedersehen. So, und hier ist noch was. 1080, die Bank, ja. Nee, halt, die wollte ich. Nehmen wir auch mit dazu. Bringt alles etwas Geld. Tja,
Super. So, machen wir noch weiter mit den Quests. Danach mache ich noch die Buchknolle. Und ich könnte es auch erst beim nächsten Mal machen. Ich habe es ja nicht so eilig, ne? Ne, hier glitzert was. Yeah. Einmal Schwefel. Am Anfang war es nicht leicht, aber nun wieder. So, wo kommt man hier rüber? Hier. Nicht schon wieder. So eine Schande. Das Glück ist dir hold. Gold. Aber wieso hat denn den gezückt? Bloß weg. Sicher wieder Selbstjustiz. Warum tut die Wache nichts dagegen? Nichts Selbstjustiz. Ich habe nichts Selbstjustiz gemacht. Habe keine gemacht. Ich war lieb.